Hallo ihr lieben Nosy Rosies, willkommen zum Dienstag. Ja, wir haben uns diese Woche ein ganz tolles Thema ausgedacht. Also ja, wir haben uns einfach ein Thema ausgedacht und zwar geht es heute um lesbisch, bisexuelle, schwule TV-Serien. Jawohl, darum geht es heute. Und ja, wenn ihr jetzt mal ganz spontan an irgendeine Serie denkt, dann ist das wahrscheinlich... Na, die L-Word, ja. Aber ich muss euch enttäuschen, darüber berichte ich heute nicht. Naja, weil ich habe nämlich auch noch eine andere Lieblingsserie, die zwar, die läuft gar nicht hier, oder ich weiß nicht, ob sie hier mal gelaufen ist. Ich glaube mal ganz kurz, aber dann irgendwie auch nur wieder im Spätprogramm und weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, irgendwie nur 2 Folgen von dieser Serie gesehen. Aber diese Serie hat eine sehr bekannte Hauptdarstellerin namens Ellen DeGeneres. Und vielleicht kennt ihr die. Die ist eigentlich so in der Lesben-Szene, ist die eigentlich so ziemlich bekannt, weil sie ist eine, die wirklich sich sehr für die Rechte von Homosexuellen einsetzt, weil sie es eben selber ist. Und ja, diese Serie, die ich vorstellen möchte, heißt Ellen und ist eine Sitcom. Und ich möchte da auf eine ganz besondere Episode hinweisen. Die heißt nämlich The Puppy Episode. Und The Puppy sind ja so Welpen, Hundewelpen. Und ja, so wie ich das verstanden habe, haben sie diese Episode eben so genannt, weil denen langsam der Stoff ausgegangen ist und dann hatten sie eben eigentlich vor, dass dann die Ellen in der Serie, die ja auch die Hauptrolle spielt, einen kleinen Hund kriegt. Naja, das war dann schon ein ganz schönes Armutszeugnis, wenn man dann schon einen Hund holen muss, um diese Serie noch weiter am Leben zu erhalten. Ellen DeGeneres selber hatte eine ganz andere Idee, nämlich das hat sie natürlich nicht erst seit diesem Tag, wo sie da diese Idee im Kopf hatte, beschäftigt, sondern auch schon viel früher. Sie wollte sich outen, und zwar in der Öffentlichkeit. Und ja, und dann hat sie nachgefragt bei ABC, das ist da so ein Sender, ob sie da ja, ob sie damit einverstanden sind, dass sie da ihr Outing macht in der Serie und dann aber auch im richtigen Leben, also gegenüber der Öffentlichkeit. Und naja, da gab es also ganz unterschiedliche Stimmen. Das war also nicht so, ach ja klar, sicher, machen wir doch und so, wir sind ja offen für alles. Nein, das war ziemlich schwierig gewesen. Und ja, also Ellen hat die Folge, also diese Episode zusammen mit einem Freund geschrieben. Also die war eigentlich schon bereit. Und sie hat das 1996 angekündigt, dass sie vorhat, eben diese Serie zu machen, wo dieses Coming-out dann stattfinden sollte, oder wo alles einfach darauf hinzielt, dass es eben ein Coming-out geben wird. Ja, auf jeden Fall war das nicht so einfach durchzusetzen, also ABC und das ganze Set, die haben Bombendrohungen bekommen, die haben, Ellen DeGeneres wurde verfolgt von verschiedenen komischen Männern oder von komischen Frauen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, oder Schauspieler haben auch Morddrohungen bekommen. Und irgendwie zum Beispiel ein Schauspieler, der in dieser Episode mitgespielt hat, dem ist gedroht worden oder der hat einfach den Anruf gekriegt, you go to hell, weil du fahr zur Hölle, so. Und ja, ja, und die Presse, die hat dann da auch so drüber berichtet, dass es irgendwie den Anschein machen sollte, dass Ellen DeGeneres eigentlich nur die Quote hochpushen möchte mit diesem Outing und dass es hier gar nicht um auch was Persönliches geht oder um, ja. Ja, genau, und dann hatte die Serie hat auch immer noch Sponsoren gehabt, hat man ja üblicherweise, sonst können die ja nicht finanziert werden. Da war zum Beispiel Wendy's, das ist so eine Burgerkette in Amerika, Chrysler, in so ein Autohersteller. Und ja, die haben beide haben gesagt, sie wollen nicht
eingeblendet werden, währenddem diese Sitcom ausgestrahlt wird, also diese Coming-out-Sitcom. Dann haben sie ihre Werbung zurückgezogen. Wendy's für immer, also sie wollte gar nichts mehr mit der Serie zu tun haben, und Chrysler einfach während dieser Coming-out-Serie. Und es waren noch andere, die ihre Unterstützung da zurückgezogen haben. Und auch die American Family Association hat sich gegen diese Episode ausgesprochen, weil das könnte man noch nicht um 7:15 laufen lassen. Da sitzen noch Kinder vorm Fernseher und so, das muss doch nicht sein, wieso soll denn damit in die Öffentlichkeit gegangen werden? Etc., blablabla, die Kirche hat sich ausgesprochen, also ein fundamentalistischer Pastor, der nannte Ellen DeGenerator, und das bedeutet so viel wie ja, verkommen, abartig. Also sie heißt eigentlich Degeneres, der Generator heißt verkommen und abartig. Look at you, TV reporter. Look at me, look at you, bookstore manager. It's amazing. I mean, we're both doing what we always wanted to do. Sorry to interrupt. Or, well, am I interrupting? It looks like you've finished dinner, so I guess I'm not interrupting. But actually, we're still talking, so technically I am interrupting. But now I'm talking so long that I should have just originally interrupted. Nice sweater. Thank you. Who are you? Oh, Ellen, this is Susan Richmond, my producer. Hi, Hi. Ellen. Yeah. Oh, wow. Ellen, I've heard so much about you from Richard. He talks about you all the time. I've wasted so much time dating, you know, models and actresses. I probably should have just been dating someone like you. Thank you. So you seen anybody right now? Me? No, not now. No, not for a couple of, not now. You know, I don't think that we should rush into anything. Oh, God. I'm an idiot. No, 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 I no. feel like I've crossed a line. No, no, no. A line. What's a line? You know, just the shortest distance between two points, which is from here to the door, which is where I'm going to go. Well, did we just finish up the conversation, or you want to continue it in my room? I got ice. Oh, all right, then. So alike. I know. It's really strange. I've never met anybody that I, like... It's like I'm looking in a mirror, you know? It's like, I mean, a funhouse mirror where I'm taller and thinner, but, like, you know. I don't date men. Oh. Why? I'm gay. You're gay? Yeah. Oh. How about that? Gay. Good. Good. Gay. I didn't. That's good for you. Of course. Why wouldn't you be gay? Wow. I thought you knew. Nope. Didn't know. Yeah. In fact, I thought you were gay, too. You thought I was gay? Yeah. Why would you... Why would you think I was gay? Oh. Wow, I'm sorry. I just kind of got that vibe. Vibe? Like a gay vibe? You know, like... What, like I'm giving off some kind of gay vibration, you know? Gay! Yeah. That's funny. Yeah. No, I think what you're sensing is a very, very strong I like men vibe, and it's throwing you a little bit, so, you know, you're confused about that. Ellen? Ellen? Yes. Ice. Ice. Yes, I know, I like ice. Heterosexuals like ice. Wow, I'm really sorry. What? You know, it's funny because, you know, I think I know what's going on is, you know, it's not enough for you to be gay. You know, you've got to recruit others, you know. Hey, I'll have to call national headquarters and tell them I lost you. Damn, just one more and I would have gotten that toaster oven. What is that, gay humor? Because I don't get it. That's how un-gay I am. I've really made you uncomfortable. No, I'm not sorry. At all. No. Okay. No, what is... You know, you're wrong, and that's all. So, you know, you can be wrong. People are wrong. Yeah. So, I'm gonna get going. But, no big deal, you know.
So. Okay, all right, I'll see you later. Bye. Was dabei rausgekommen ist, es hing schlussendlich bei dieser Episode 42 Millionen Zuschauer an dem Bildschirm. Ich weiß gar nicht, Million, ob das Billionen sind in Deutschland. Weiß ich nicht, bin ich jetzt überfragt. Gerade auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Zuschauer, extrem viele. Und ja, das war super. Und Ellen DeGeneres hat einen Grammy Award gekriegt dafür und noch andere Preise, die aber hier nicht so bekannt sind. Also der Erfolg ließ dann eben nach, also es war einfach so, dass die Luft irgendwie draußen war und dass das dann niemand mehr so richtig interessiert hat. Und ich meine, die Mehrheit der Menschheit ist ja auch nicht homosexuell. Und anscheinend ist es eben so, dass das Interesse dann eben auch nicht mehr so groß ist oder welche haben sich losgesagt, weil sie das blöd fanden, dass da so eine Serie jetzt im Hauptprogramm läuft. Ja, und deswegen schwanden dann die Zuschauerzahlen. Was aber auch noch war, also die haben bevor diese Serie dann angefangen hat, in der nächsten, also nachdem diese Coming-Out-Episode gelaufen ist, haben sie dann immer vor die Serie, also haben sie immer was eingeblendet. Ihr kennt sicher, das kommt auch auf ZDF oder auch überall, einfach wenn ein Film irgendwie ab 16 oder ab 18 ist, dann heißt es ja auch mal, dieser Film ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Und da hieß es dann, also es wurde ein Warnhinweis eingeblendet für die Eltern, dass diese Serie nicht unbedingt für Kleinkinder geeignet ist. Also wie es genau hieß, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall war das ein Warnhinweis. Und Ellen DeGeneres war natürlich total dagegen, weil das macht das Ganze ja, lässt das Ganze wirklich irgendwie als verboten oder abartig aussehen. Aber ABC ließ sich da nicht beirren und hat das eben davor hingestellt, weil die sich einfach absichern wollten. Und naja, zumindest haben sie die Serie laufen lassen. Was ja, warum fand ich diese Serie so toll? Das war, weil ich habe mich irgendwie sowas von selbst wieder in dieser Folge erkannt, in The Poppy Episode. Ich, also eben, so wie, also das war, da habe ich mich so gut wiedererkannt in dem Ganzen und es war so lustig und ich, ja, ich fand es einfach Hammer. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich danke euch und hab euch lieb. Piep, piep, piep. Bis dann. Tschüss.